Revi hat ein neues Video hochgeladen. Das ist natürlich. Was hat er hochgeladen? Er hat hochgeladen. Boah, was? Ich höre mit YouTube auf und brauche eine Pause? Ja, du hast ja auch 100 Milliarden Euro gemacht und hast 3 Wohnhäuser gekauft. Da kann man das schon mal. Das ist ja interessant. Chat. Ey. Oh ja, ey, ich höre mit YouTube auf und brauche eine Pause. Eine Sekunde das Video gestartet, man hört, wie er so richtig euphorisch ist. Chat, wir müssen. Ich bin mal gespannt. Das interessiert mich. Also, Revinzeit ist ja auch jemand wie jemand, der wirklich mit einer der längsten in YouTube Deutschland. Das ist krank. Doch, wir müssen Revi gucken. Ich mag den. So. Ich höre mit YouTube auf und brauche eine Pause. Das ist ein interessantes Video, Alter. Chat, ich mach's kurz. Ich mach's kurz und knapp. Okay, doch. Nee, aber weil am Anfang dieses. Weiß ich, dachte, das ist so positiv, aber ist ja gar nicht so positiv. Ich muss euch was sagen. Lecker, jetzt kommt ein ganz kurzer Real Talk zu einem gewissen Thema. Ich habe meinen ersten YouTube-Kanal erstellt. Wir können ganz kurz schauen. 2011. Meinen offiziellen ersten YouTube-Kanal, ja? Und davor hatte ich schon andere YouTube-Kanäle. 2009 habe ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Das sind jetzt über 10 Jahre. 11 Jahre, um genau zu sein. Das erste Video habe ich hochgeladen. Das ist übrigens das hier. Ja, ja, ja. Das kam am 19.11.2011. Dann habe ich irgendwann diesen Kanal zurückgelassen und habe gesagt, okay, alright, ich möchte einen neuen Kanal machen. Den habe ich dann gegründet und das ist der hier. Das ist jetzt mein aktueller Kanal. Auf dem Kanal sind hochgeladen worden 4.711 Videos. Das ist eine Nummer. Das ist eine Nummer, Alter. Hochgeladen habe ich, glaube ich, am 28.07.2013, also 5.07. wurde das Ding gegründet. Und das sind jetzt tatsächlich, ich habe es eben mal nachgerechnet, das sind vom 29.07.2013, ja, da wurde mein erster Upload gemacht auf diesem Kanal, bis heute, 12.08.2021, sind das 2.936 Tage. 2.936 Tage. So, jetzt geht es noch einen Schritt weiter, habe ich geguckt, okay, 4.711 Videos. 4.711 Videos an 2.936 Tagen. Wenn ich das jetzt umrechne, sind das knapp 1,6 Videos pro Tag. Also, ich glaube, wenn ich die ganze Zeit jetzt so zurückdenke, dann sind das tatsächlich an der Stelle, glaube ich, maximal 10, 12 Tage, an denen ich kein Video hochgeladen habe. Ich habe durchgehend hochgeladen. Wenn man jetzt noch so Kanäle wie Revi Gang und sowas, das ist ja nicht viel Aufwand, das ist Reaction-Kram und sowas. Der hat ja mittlerweile... Ich arbeite so den... Ich hoffe, er sagt jetzt nicht, dass er die Videos selbst schneidet, dass in Revi-Zeit halt selbst vom PC sitzt und seine Reaction schneidet. Auch echt eine beträchtliche Zahl an Subs, ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Ja, 450.000, 441.000, da sind auch fast 900 Videos drauf. Das ist ja schon echt sehr, 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 sehr lang. Und es sind ja auch immer wieder verschiedene Projekte dabei gewesen. UFO. Aber auch so komisch er sich auch manchmal gibt, Revi-Zeit ist wirklich einer, der auf meiner Meinung nach auf Unge-Niveau ist. Auch so von dem, der ist einfach unglaublich professionell und hat unglaublich viel Kopf. Also auch wenn es vielleicht für Leute, die ihn nur so von außen so ansehen, nicht so wirkt, aber der Typ ist krass intelligent, hat mega schlau investiert und für den ist auch, meiner Meinung nach ist der auf Unge-Level. 100%. Auch wenn er vielleicht nicht so öffentlich damit umgeht, aber ich bin der Meinung, Revi ist auf Unge-Level. Biene, dankeschön für den 32. Monat. Dankeschön. War Projekt an sich, Streaming ist ein Projekt an sich, das Label ist ein Projekt an sich, not so cool. Die ganzen Sachen, die wir gemacht haben, sind ja sehr viele Dinge gewesen. Und jetzt ist mir in den letzten Wochen so ein bisschen was klar geworden. Ich habe in den letzten Wochen sehr viel nachgedacht, bin überhaupt nicht zufrieden mit meinem Content. Ihr wisst, dass auch eine große Änderung ansteht, was meinen Content angeht, weil da einfach Sachen sind, die mich ab... Oh nein, aber nicht so dieses auf YouTube komplett kacken und nur noch Musik machen. Das haben jetzt schon so viele gemacht, weil mit Musik kann man halt unglaublich viel Geld machen. Und wenn das erfolgreich ist, gucken wir uns mal KSI an, aber der macht ja immer noch... Gut, KSI hat seinen Hauptkanal mit 20 Millionen Abonnenten oder sowas, hat ja einfach so einen Musikchannel gemacht, hat einen zweiten gemacht, hat darauf auch wieder 10 oder 15. Aber der hat es auch geschafft, aber KSI ist auch krass. Ich habe vor KSI so Respekt. Digga, das ist ein YouTuber, der hat mit Musik angefangen und das hört sich einfach krank an. Und das, ich fühle mich immer so eklig, so als deutscher YouTuber. Und deswegen sehe ich meine Zukunft auch im internationalen Bereich. So, ich will perfekt Englisch lernen. Ich ziehe ein Jahr komplett Englisch durch und dann mache ich internationale Videos. Weil ich fühle, als Deutscher fühlst du dich einfach dreckig, wenn du dir internationalen Shit anguckst. Wenn du dir anguckst, auf was für ein Level die amerikanischen YouTuber unterwegs sind. Das ist ein Witz. Wir Deutsche sind so ein Witz dagegen. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? So, das ist immer so komisch. Yeah, my English is beautiful. And when I speak English to the worldwide community, everyone wants subscribing me. Because my English is very nice and everyone loves me. So, you know what I mean? Abgefuckt.
haben. So, ich will kein 0815 Gaming-Kanal mehr sein. Ich könnte mein Leben wirklich chillen. Ich könnte mein Leben absolut chillen. Und das wisst ihr. Ich könnte hingehen und jetzt einfach jeden Tag ein Minecraft-Video hochladen oder ein GTA-Video, so wie es iCrimex es macht. No front an der Stelle dazu. Finde ich mega cool, dass die Jungs weiter so durchziehen. Ich habe darauf aber keinen Bock mehr. Ich möchte weiter IRL-Shit machen. Ich möchte weiter Vlogging machen und ich möchte tatsächlich weiter neuen Content machen, den ich so noch nicht irgendwie gemacht habe. So. Ich habe in letzter Zeit aber auch sehr, sehr viele andere Projekte angefangen und sehr viel... Hört sich das größenwahnsinnig an, wenn ich sage, dass ich nicht nur im deutschen Bereich bleiben will? Sondern ich Bock darauf habe, in den internationalen Bereich zu gehen. Ich habe darüber jetzt schon des Öfteren nachgedacht. Also nicht, dass ich nur ansatzweise, ich will nichts davon sagen, dass ich jetzt schon ansatzweise 1% in diese Richtung gehe, weil mein Englisch ist einfach grottenschlecht. Also mein Englisch ist wirklich, da lacht sich jeder kaputt, wenn ich anfange. So, das ist ein Prozess und jeder weiß, wie intensiv ich an Dingen arbeite. So, das wird 5 Jahre dauern oder so. Irgendwann mit 40 kann ich dann Englisch reden und dann will ich hier mit Comedy-Unterhaltungsvideos möchte ich richtig durchstarten, Alter. Aber ich habe da irgendwie Bock drauf. Weil dieses Internationale, das ist einfach, wenn du dir diese ganzen Videos anguckst, was die da machen, was dahinter steckt, guck dir doch einfach nur mal Mr. Beast an. Der hat eine riesen Halle, in dieser Halle sind 20 Locations, was der alles macht. Ich verschenke 1 Million da, guck doch mal, ich meine jetzt nicht das Geld, also ja natürlich auch, aber ich meine diese Größenverhältnisse, was er erreicht, was er machen kann. Der hat ein 20-köpfiges Team um sich herum, die alles machen. Wisst ihr, das ist krank. Das ist krank, nur für den YouTube-Channel, was der aufgebaut hat, dieser Mr. Beast Burger, das alles ist alles aus dem YouTube-Channel entstanden, weil er einfach internationales Publikum anspricht. Und was erreichst du mit dem deutschen Publikum nicht auf diese Art und Weise? Das geht einfach nicht. Das, selbst wenn du jeden ausschöpfst, das funktioniert nicht. Gebrüder Stream, Dankeschön, vielen Dank für deine Unterstützung. Dankeschön. Ja, JP, das sind alles Vorzeige-deutsche YouTuber und sowas. Hier auch Bibis Beauty Palace, das sind so gesehen, so rein finanziell vom Erfolg her, sind das so diese Vorzeige-YouTuber, die zeigen, was man so aus Deutschland holen kann. Aber guckt euch diese Gebiete an. Ich will keine Bibis Beauty Palace sein. Das will ich nicht bedienen. Ich will meine Art und Weise in die Welt rausspreaden und ich möchte trotzdem, ich möchte mich nicht verändern, um mehr anzusprechen. Wisst ihr, was ich meine? Das möchte ich nicht. Und deswegen, wenn man die ganze Welt ansprechen kann. Oh, Junge. Oh, Mann. Ich hab so Bock. Aber das wird Jahre dauern. Das wird Jahre dauern, weil ich habe ganz andere Baustellen in meinem Leben. Ach, Mann. Jetzt habe ich was. Jetzt habe ich hier was gesagt, oder? Hier, der internationale Boss. Stress. Und das kann ich ganz ehrlich zu euch sagen, so ich hab sehr viel mentalen Stress, so wenn man Twitter-Grind mitbekommt, ey, ganz ehrlich, der kriegt mit, so ich bin durchgehend irgendwie nicht so hundertprozentig gut drauf, ich lass Streams ausfallen und so, ich bin einfach nicht so 100% there sofort, you know? Das Ding ist, yeah. wenn ich eine Sache mache, dann möchte ich da immer 100, 110, 120, 130% geben. OnlyFans ist es nicht, Chat. Ich habe auch mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, so ein paar Geschichten, wo ich sage, ey, das ist dann nicht so gesund. So, ich schlafe sehr schlecht. Ich kann mich nicht auf irgendeine Person einlassen. Keine Ahnung, so auch kein Geheimnis. Ich habe mal hier, mal da, hihi. Krieg's aber halt gar nicht unter den Hut irgendwie, mich auf eine ernsthafte Beziehung irgendwie einzulassen, weil mich so viele Sachen im Kopf ständig beschäftigen und Kopf. Also, das sind sehr viele Sachen. Zusätzlich dazu ist es auch so, dass ich zum Teil auch, muss ich ehrlich sagen, so fast schon körperliche Folgen habe. Ich habe wieder Probleme mit Sodbrennen. Ich habe Sodbrennen ist so schlimm. Das ist so krass schlimm, Alter. Kranke Erschöpfungserscheinungen und sowas, also Dinge, die halt überhaupt nicht gesund sind, so. Ich habe lange überlegt, wie ich es mache. Am 1.11. möchte ich wieder komplett durchstarten. Am 1.11. möchte ich wirklich wieder 110% geben. Vielleicht wird es der 15.11. Das ist ein Projekt, das kann ich euch sagen, ich sage es straight up heraus, 11.000 Euro Miete im Monat, die ich da zahle für ein Ding, ein Content-Hub, was es so noch nicht gibt. Da ist noch ein anderer Creator mit dabei. Das ist ein großes finanzielles Risiko, aber es wird insane nice. Es wird insane geil. So, ich möchte aber diese Sache vernünftig angehen und ich möchte diese Sache vor allen Dingen mit der richtigen Energie angehen. Und ich kann das gerade nicht. Ich kann das gerade nicht, weil mich viel zu viele Dinge... 11.000 Euro Miete? Was soll denn das sein? Eigene Gamescom oder was? Eine ganzjährige eigene Gamescom?
Gedanken einfach beschäftigen und weil mein Kopf tatsächlich durchgehend gefickt ist, so von verschiedensten Dingen. Ich bin beteiligt in, keine Ahnung, 4 Companies, ich habe den ganzen Immobilienkram, das ist kein Meckern auf hohem Niveau, es ist einfach auch keine Legitimation dafür, aber es sind gerade sehr viele Sachen, die tatsächlich super, super anstrengend sind. Ich möchte damit sagen, wenn ich sage, ich möchte in den internationalen Markt einsteigen, dann heißt es nicht, dass ich keinen deutschen Content mehr mache, um Gottes Willen. Das will ich damit gar nicht sagen. Wenn denn, das ist eher, ich bleib bei meinem Deutsch immer, aber ich will einfach Englisch können. Sagen wir das so, mein größtes Ziel ist gerade Englisch zu können. Ich will richtig Englisch sprechen können. Ich will, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich will richtig kommunizieren können. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht so, dass ich, wenn ich Englisch kann, ich auf einmal komplett aufhöre mit deutschen Content. Um Gottes Willen, ich geb doch euch nicht auf. Ich geb doch nicht die 5% auf in Deutschland, die kein Englisch können. Keine Legitimation dafür, aber es sind gerade sehr viele Sachen, die tatsächlich super, super anstrengend sind tatsächlich. Ne? Dementsprechend, ich sag's einfach, wie es ist. Ich habe mich dazu entschlossen, das habe ich noch nie gemacht und ich habe mir sehr lange Gedanken darüber gemacht, mit verschiedenen Leuten noch darüber gesprochen und das ist eine Sache, die eigentlich für mich niemals in Frage gekommen ist. Ich habe mir nie wirklich eine Auszeit genommen und wenn ich ehrlich bin, ist das jetzt auch der dümmste Zeitpunkt dafür, weil das Sommerloch hört gerade auf. Die CPM auf YouTube schmeckt gerade anders gut. Wir verdienen alle gutes Geld. Am klügsten ist es so, wie alles zu machen, einfach im Januar zu machen. So. Aber ich bin ehrlich zu euch, Mann, ich brauche eine Auszeit. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine fette, fette Pause und die werde ich nächsten Monat mir nehmen. Ich mache erstmal einen Monat. Ich habe noch 2 Events, die anstehen. Ich werde nichts hochladen. Ich werde nicht auf Instagram sein. Ich werde wahrscheinlich nichts tweeten. Ich werde keine Streams auch leider machen. Alles in Vorbereitung auf das neue Ich und auf den neuen Content, der da folgt. Das ist eine Sache, die wirklich mir persönlich sehr schwer fällt, weil Ich hatte nie dieses Auszeit-Feeling, weil ich mir einfach immer Auszeit genommen habe, weißt du? Ich habe das halt nie als Beruf gesehen und ich glaube, das ist der Unterschied so. Ich war halt immer irgendwie mehr oder weniger auf irgendeiner Plattform da, weil ich immer nur dann das gemacht habe, wenn ich Bock drauf hatte, weil ich es nie als Beruf gesehen habe. Das wird sich später wahrscheinlich irgendwann finanziell, werde ich mir in den Arm beißen dafür, später irgendwann, wenn es vielleicht nicht mehr läuft und ich mir so denke, ach Alter, hätte ich das doch mal ernst genommen. Ich hatte die Chance meines Lebens, aber ja, der Typ ist doch lame, zeig mal lieber was von... Ich finde den nicht lame. Ich finde, Revenzeit ist ein sehr interessanter Mensch. Weil ich die letzten 11 Jahre 110% oder die letzten 10 Jahre 110% nur für diesen Job gelebt habe. Versteht ihr, was ich meine? Also ich habe wirklich 110% dafür gelebt. Ich habe daran auch... Ich habe Rücklagen. Also ich könnte jetzt bestimmt ohne YouTube und ohne Stream würde ich bestimmt auch mal... Also ohne Geld zu verdienen könnte ich bestimmt auch so... 2, 2,5 Wochen könnte ich auch easy überleben. Also so ist es nicht, dass ich keine Rücklagen habe. Kohli, dankeschön. Vielen Dank für deine Unterstützung. Also natürlich, ich habe ja schon Nebenstandbein aufgebaut. Also so 2, 2,5 Wochen, das kann ich schon ohne. Ich habe ausgesorgt, weil älter werde ich eh nicht. Hey, du hast doch nicht ausgesorgt. Doch, ich sterbe nächste Woche. Oh Mann, ich muss aufhören damit. Mama würde mich wieder schlagen. Mensch! Sie sagt dann, Mensch, Mausi, hör auf jetzt so zu reden. Sie mag das überhaupt nicht. Ich mache ja auch immer diese Witze, kurz bevor ich fliege. Na, hoffentlich stürze ich nicht ab, wa? Meine Mutter, die würde mir ins Gesicht boxen dafür, wenn ich sowas sage. Ich habe eine Beziehung verloren, das kann ich ganz ehrlich so sagen. Das ist auch ein Zeitpunkt gewesen, sicherlich, dass das Ding mit Jody mir auch daran irgendwie... Weil ich Mausi zu Verbot. Viel gemacht habe, zu viel, zu wenig auf mich selbst gehört habe, einfach, dass es halt einfach da daran ging. Ich habe ja sowieso schon sehr viel weniger hochgeladen. Ich bin ja auf ein Video runter. Aber das hat nicht gereicht. So, es hat nicht gereicht. Ich bin emotionally drained. Ich bin wirklich echt gut am Ende und ich werde mir ja nächsten Monat, stehen noch 2 Events an. Das eine ist Utopia, wo ich dabei bin. Das andere Event ist noch geheim. Ist eine Geschichte mit Papa Platte zusammen. Diese 2 Events werde ich machen, aber in der Zwischenzeit werdet ihr von mir nichts sehen. Ich habe noch kein genaues Datum. Das werde ich auch noch wann anders dann... Hä, dann macht er das locker mit Papa Platte zusammen, weil er hat gerade so... bestimmt hat in seinem Kopf, Papa Platte hat doch auch Ärger mit seiner Wohnung. Er hat bestimmt auch... dann ziehen die beiden bestimmt zusammen. Die sind beide finanziell in der Lage, das zu stemmen. Locker. Locker. Dann kommunizieren, aber ich muss mir einfach eine Auszeit nehmen. Ich muss mir einfach eine Auszeit nehmen, ich muss mir einfach eine Pause nehmen, weil sonst bin ich komplett raus, wisst ihr, was ich meine? Die habe ich mir definitiv verdient, aber es fällt mir wirklich sehr schwer, bewusst hinzugehen, zu sagen, ey, ich pausiere jetzt, weil das ist eine Sache, die hätte ich schon viel früher machen müssen. Ich sag auch ehrlich, so wie es ist, ich kenne wenig Leute, die so viel durchgezogen haben wie ich. Das ist einfach so, die durchgehend tatsächlich so am Start gewesen sind. Das sage ich jetzt nicht, um mich selbst zu beweihräuchern oder um irgendwie zu sagen, ey, guck, wie krass ich bin, bla 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 bla. Dankeschön, Chat, Kuss für die... Ja, aber Revi war zum Beispiel, ich glaube, Revi war der Erste damals, der, bevor sich die Sache in meine Richtung entwickelt hat, war der Erste, der schon in meine Richtung ging. Ja, das stimmt schon, das ist eine Scheißsituation, das stimmt schon.
Das war eine scheiß Situation, aber ich glaube, er ist der, der da noch mit am besten für mich gesprochen hat, bevor der Umschwung komplett auf mich ging. Damals. Und der Rest, hier diese Ape Crime Leute, ich scheiß auf die, ich scheiß auf Abdel, ich scheiß auch auf diesen Tourette-Typen, ich scheiß auch auf diesen anderen Typen, der versucht hat, Musik zu machen und alle abgefuckt hat. Auf die scheiß ich. Mit dem will ich nie wieder was zu tun haben, aber er ist ja einer, der hat wenigstens für mich gesprochen, bevor das komplett umgeschwungen ist. Für den Support. Aber so ist es halt so. Wenn ich jetzt nicht die Reißleine ziehe und mir wirklich einen Monat, anderthalb Monate Zeit nehme, zwei Monate Zeit nehme, um mich auf den neuen Content vorzubereiten. Und das sage ich euch, das ist eine Sache, da stehe ich, wie gesagt, das ist ein großes finanzielles Invest für mich. Aber auch eine Leidenschaftsgeschichte. Ich will mein Geld, was ich mache, direkt wieder da rein investieren, weil ich einfach Bock habe, das Game neu aufzurollen. Ich hab die Möglichkeit... Ja, dann muss halt aber nochmal eine Null mehr dranhängen im Monat, Digga. Ich halt jetzt entweder mache ich so weiter und hab in einem halben Jahr keinen Bock mehr auf YouTube oder ich nehme jetzt die Pause und fange was komplett Neues an. Und dementsprechend werde ich eine Pause machen. Ich werd eiskalt eine Pause machen. Dankeschön für die Subs und für den Support hier an der Stelle. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ich brauche das einfach, es geht nicht. Rewind-Zeit, da kann ich dir, du wirst es eh nie sehen, aber ich sag das an allen Zuschauern, die vielleicht auch durchziehen. Die Sache ist, wenn man im Flow drin ist, dann kann man sich nicht vorstellen, nichts zu machen. Wenn man aber aus diesem Flow rauskommt, sagen wir jetzt einfach mal, man sieht, man macht ein, zwei Monate keine YouTube-Videos mehr, dann hat man sich daran gewöhnt, nichts mehr zu machen und dann ist es sehr schwer, wieder zurückzukommen, weil man in sich selbst nicht mehr dieses Gefühl trägt, oh scheiße, ich muss was machen. Ich merke das ja bei mir, ich wollte immer alle zwei Tage ein Video hochladen und ich habe das über Jahre durchgezogen. Dann kam das mit meiner Ex-Freundin, ich habe eine ganze Zeit nichts mehr gemacht, weil ich kopfgefickt war und dann kam ich an diesen Punkt, wo es mir nicht mehr wehgetan hat. Und heute bin ich an diesem Punkt, ich lade einen Monat kein YouTube-Video hoch und mir ist das egal. Wisst ihr, was ich meine? So einerseits ist es cool, wenn ich jetzt wirklich, also jetzt ist wirklich nur, wenn ich Bock habe, irgendwas zu machen, jetzt mache ich das wirklich, aber ich habe diesen Druck nicht mehr, irgendwas zu machen. Und aus diesem Druck heraus sind aber schon extrem geile Videos entstanden. So, die jetzt einfach nicht entstehen, weil ich jetzt einfach so auf Chillen bin. So, ich habe das nicht mehr drin. Ich habe dieses YouTube-Ding nicht mehr drin. Das ist ganz schlimm. Nicht anders so. Ich habe, wie gesagt, jahrelang durchgeackert und auch Mykonos und sowas, auch wenn das nur ein Suffurlaub war, trotzdem. Das ist doch mit Sport zu vergleichen. Guck mal, wenn du jetzt ein Jahr Sport durchziehst und dann machst du einen Monat Pause, dann hast du vielleicht am zweiten Tag noch das Gefühl, oh fuck, Alter, ich muss es jetzt noch machen. Nach einer Woche, oh Mann, jetzt muss ich es machen. Und irgendwann kommst du an diesen Trottpunkt, wo du dir sagst, ach, jetzt ist scheißegal, jetzt fühle ich es eh nicht mehr. Man da trotzdem lädt man da hoch, trotzdem macht man da Dinge auch im Hintergrund. Ich habe trotzdem Business Calls gehabt. Ich habe. Ja, also finanziell geht es ihm nicht schlecht. Der Typ, Revienzeit hat ausgesorgt. So, der kann jetzt aufhören. Der kann aufhören, 100%. Darum geht's, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, er ist halt wirklich ein Macher. Ich glaube, er ist sowas ähnliches wie Elon Musk. Weißt du, Elon Musk hat für 500 Familien ausgesorgt, drei Generationen lang. Er macht trotzdem weiter, weil er ein Macher ist. Und für ihn Geld ist nicht seine höchste Inspiration. Das ist einfach so. Und das ist der Unterschied zwischen Leuten, die auf YouTube abstürzen und Leuten, die einfach Bock haben, was zu machen. Nie in den letzten 10 Jahren, und das ist wie gesagt kein Meckern, ich habe mir das selber ausgesucht und das ist meine eigene Entscheidung, ja, aber ich habe nie in den letzten Jahren tatsächlich einen richtigen Offline-Monat oder eine Offline-Woche gehabt. Das geht nicht, das funktioniert nicht, das kann ich nicht, weil ich zu viele Verpflichtungen habe und zu vielen Leuten gerecht werden muss. Aber das passiert jetzt halt einfach mal. Mann, Alter, dummes Stück Scheiße. Wenn ich die vergleiche, dann meine ich das einfach, beide haben ausgesorgt. Bei beiden würde ich behaupten, dass der finanzielle Status nicht im Hintergrund, dass er im Vordergrund steht. Mann, du dumme Missgeburt. Der kommst du hier rein und schreibst rein, Revi mit Elon verweckt. Ja, dein Maul! Die haben beide ausgesorgt, du Bastard! Das passiert jetzt einfach mal und ich bin mal gespannt, wie ich damit da zurechtkomme und was für Auswirkungen. Und wenn ich sage, dass die beiden, dass ich denke, dass bei den beiden in allerhöchster Linie am ersten Punkt nicht die, das Finanzielle nicht den höchsten Wert mehr hat in deren Projekten, dann denke ich, dass das bei beiden durchaus vergleichbar ist. Digga, ich will dir jetzt. Junge, du machst mich so aggressiv, ich schwöre. Oh, Gott sei Dank habe ich mir dieses Ding gekauft, Alter. Gott sei Dank habe ich mir den gekauft, Mann. Oh, hat das gut getan gerade. Das hat so gut getan gerade. Genau dafür habe ich mir den geholt, Alter. Gucken, das hat. Und ich freue mich dann auf jeden Fall wieder im Winter
auf 100% am Start zu sein. Wie gesagt, es gäbe sicherlich bessere Zeitpunkte. Wahrscheinlich hätte ich das am besten im Januar gemacht. Das dauert auch noch tatsächlich jetzt einen Monat, bis es wirklich richtig losgeht. Sollten aber jetzt, so wie die Tage auch schon mal versetzt, Videos ausfallen oder es kommt kein Upload, dann liegt es einfach daran, dass ich das nicht fühle und ich lieber gar nichts hochlade als einen Haufen Scheiße. Weil das habe ich nicht nötig und ich möchte einfach Dinge hochladen, die entertaining und nice sind. So. Ja, es ist, bleibt euch frei zu entscheiden, ob ihr weiter am Start seid oder nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Das, was da auf euch zukommt, wird eine sehr geile Nummer. Craft Attack 9 bin ich natürlich am Start und ich freue mich, wie gesagt, sehr, sehr darauf, jetzt nochmal komplett den Neustart zu wagen. Wie gesagt, 2.936 Tage quasi durchgehend quasi fast geackert. Es war durchgehend so, dass ich immer wieder, auch wenn Familie und sowas da war, Mann, ich brauch's gar nicht erklären, es ist meine eigene Wahl gewesen. Ich sag's euch nur, wie es ist. Ich nehme diese Pause. Ich werde auch noch genau kommunizieren, wann die kommt. Und alles Weitere wird sich dann zeigen. Alright, Chat? Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Kuss für den Support. Danke, dass ihr hier so support und ehrlich seid. Und schauen wir mal, was den Monat jetzt noch an funny Content kommt. Und dann gönnt sich mein ganzes Team. Nicht nur ich, sondern auch das ganze Team. Mehrere Companies einfach eine Pause, weil wir wirklich auf dem Zahnfleisch sind. Ich sag's dir, wie es ist. Rumpfli, Dankeschön für die 100 Euro, Bro. What the fuck, man. Alter. Kuss. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Ich will nur noch Sachen machen, die mir Spaß machen. Strumpfli, nochmal vielen, vielen Dank für die 100 Euro. Kuss, ich weiß das sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank, Mann. Ja, und ich würde sagen, so viel dazu. Alles Weitere wird sich dann tatsächlich noch zeigen. In diesem Sinne, das war's. Ja. Gönne ich ihn auf jeden Fall. Und ich denke, man braucht das auch irgendwann, bevor man sich komplett ausbrennt für eine Thematik, wenn ihr versteht, was ich meine. Kann ich nachvollziehen. Das Problem ist, natürlich geht man nicht nur ein finanzielles Risiko ein, sondern man geht auch das Risiko des Nicht-Interessierens ein, weil genau wie es einerseits so ist, dass wenn man hier immer YouTube-Videos macht, sie dann nicht mehr macht, dass man irgendwann das Interesse daran verliert, kontinuierlich Content zu bringen. Genauso ist es bei Zuschauern vielleicht auch, dass man sich ganz schnell umgewöhnt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich sehe das bei vielen Leuten, wenn Monte in Urlaub ist, ich gucke sehr gerne Monte-Streams, ich gucke mir die sehr gerne an, aber wenn er weg ist, dann vergisst man ihn auf einmal ganz schön schnell. Wisst ihr, was ich meine? Wenn er denn auf einmal nicht aktiv ist und mal eine Woche weg ist, dann merkt man das nicht, weil es so viel Auswahl gibt. Und daran merkt man einfach, wie ersetzbar man ist. Und das ist das Gruselige, Alter. Man ist so übertrieben ersetzbar. Und deswegen ist das gefährlich, wenn er jetzt mehrere Monate weg ist. Ich bin gespannt. Also der ist ja jetzt seit Jahren da, so der wird jetzt nicht einfach abhauen, aber ihr wisst, was ich meine. So, das ist natürlich ein immenses Risiko, was man eingeht. Bitch, I don't like you, what you talk about a bitch. What you think about a motherfucking bitch. Bitch, you look like a motherfucking bitch. And when I talk about bitches, I don't like it.